herzlich willkommen zu der letzten Mod-Vorstellung im Januar 2022. Heute ist der 31. Januar. Wir schauen uns gleich die Mods an, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Bevor wir starten, möchte ich mich erstmal bedanken bei Wolfgang und der Eichsfelder für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Mit eurem Abo lasst ihr mich wissen, dass euch der Inhalt gefällt, den ich für euch produziere und dass ihr die Mods-Vorstellungen nützlich findet. Wunderbar. Heute schauen wir uns 18 neue Mods und 2 Updates an. Und zwar fangen wir gleich an mit dem Mod Weitere Gänge. Dieser Mod kommt von Barry Carillon. Downloadgröße 15 KB. In der Version jetzt 1.0.0.2. Und für PC und Mac. Dies ist das erste Update, das wir uns angucken. Und zwar wurde dieser Mod für die Spielversion 1.2 angepasst und weitere Übersetzungen sind hinzugefügt worden. Kommen wir gleich zur nächsten Mod, und zwar kommt diese von Joos, Downloadgröße 16 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar heißt dieser Mod Zeit einfrieren. Wie ihr oben rechts bei mir sehen könnt, ist die Zeitskalierung jetzt auf 0 gestellt. Mit dieser Mod könnt ihr die Zeit regelrecht anhalten und trotzdem weiter farmen. Eingeschaltet wird diese Mod mit der rechten Umschalttaste. Ich habe jetzt auf dreifache Geschwindigkeit gestellt und drücke jetzt die rechte Umschalttaste. Somit wird die Zeit angehalten. Wenn ich wiederum draufklicke, geht es zurück auf den vorhergehenden Wert. Vom Cosplay Development Team kommt die nächste Mod, und zwar der Tool Position Saver. Downloadgröße 15 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Dieser Mod erlaubt uns, Positionen unserer Tools, also die Anbaugeräte wie zum Beispiel Palettengabel, Schaufel, Big Backhandlers und so weiter, zu speichern und schnell wieder darauf zurückzugreifen. Also wenn wir zum Beispiel eine Position angefahren haben, die wir immer wieder brauchen, können wir die mit dieser installierten Mod mit der linken Steuerungstaste und der Taste 1 zum Beispiel auf die Position 1 speichern. Dann gehen wir auf die nächste Position. Zum Beispiel, wenn wir die Position jetzt zusetzen, speichern wir die auf Position 2, und zwar mit der Steuerungstaste und der Taste 2. Und jetzt kann ich mit der Steuerungstaste und 1 direkt in die erste Position fahren und wieder in die Position 2. Und so können wir insgesamt 4 Positionen speichern, und mit der Steuerung 5 kann die Speicherung aufgehoben werden, um dann neu gesetzt zu werden. Könnte sehr, sehr nützlicher Mod sein. Also ich werde den sicher behalten, ne? Die nächste Mod kommt vom FSSA Modding Team. Downloadgröße 16,73 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist diese Mod der 2PTS6A. Dieser russische Anhänger kommt in der Standardkonfiguration mit einem Ladevolumen von 6,2 Kubikmeter, einem Gewicht von 5,2 Tonnen, einem zuladbaren Maximalgewicht von 1,6 Tonnen und kostet in der Standardausführung 4.400 Euro. Wir können die Kapazität erhöhen, und zwar auf 11,1 Kubikmeter, auf 18,5 Kubikmeter und auf 19,1 Kubikmeter. Dann haben wir noch die Konfiguration Ballenwagen. Bei der Beschriftung kann gewählt werden die Standardbeschriftung, die PTS 6A Beschriftung, oder wir können die Beschriftung entfernen. Entfernen können wir auch das Reserverad, und bei den Reifenvarianten haben wir verschiedene Optionen, die gehe ich nicht alle durch. Bei den Farbpaletten haben wir verschiedene Farbtöne in diesem Vintage-Style, sowohl bei der Hauptfarbe wie auch bei der Designfarbe und natürlich auch bei der Felgenfarbe.
Auch kann ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Es handelt sich hier um einen sehr kostengünstigen Anhänger meines Erachtens. Und ja, ein russisches Modell kann sicher irgendwo schon noch auf den Hof passen. Auch von FSSA Modding Team kommt die nächste Mod, und zwar mit der Downloadgröße von 15 KB, Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist dies die Drehschemmelsperre. Also jetzt kommt sie endlich für die, die Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel ich, beim Rückwärtsfahren. Und vor allem beim Rückwärtsfahren mit einem Drehschemmel. Dann haben wir jetzt die Lösung. Also ich kann die Sperre kann ich machen, indem dass ich die Taste Y drücke oder Z. Okay, dann fahren wir mal. Also der Drehschemel ist jetzt gesperrt. Jetzt können wir ihn sperren. Jetzt ist er gesperrt. Das wird das Steuern wird dann ziemlich schwierig hier. Könnte aber bei dem einen oder anderen beim Rückwärtsfahren helfen. Es ist aber trotzdem ein bisschen komisch, das Gefühl, also es fühlt sich ein bisschen komisch an. Die nächste kleine Mod kommt von Fetti42, Downloadgröße 6 KB, in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist diese Mod die Auto Light Off and On, also das automatische An- und Ausschalten des Lichts. Das heißt, ab einer gewissen Helligkeit oder Dunkelheit wird automatisch sowohl am Fahrzeug wie auch beim Spieler selbst die Lampe oder das Licht eingeschaltet. Kann sehr nützlich sein, vor allem wenn es ganz dunkel ist auf der Kanstenfarm zum Beispiel. Die nächste Mod kommt von Kenny456, Downloadgröße 23 KB, in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist diese die Timber Trailer Info. Und zwar kann diese aufgerufen werden, wenn wir im Fahrzeug sind mit der Steuerung und der W-Taste. Dann können wir auf der rechten Seite sehen, Total Logs Transported, Total Dis-Session Total, Dis-Session Total Current Vehicle. Also hier haben wir ein bisschen mehr Information, wie viel Holz geladen ist, wie viel schon transportiert worden ist und wie viel insgesamt von diesem Gefährt schon bearbeitet worden ist. Diese Elemente können verschoben werden. Dazu könnt ihr gerne die Mod-Beschreibung durchlesen, wie die Tastaturbelegung ist. Zum Beispiel das Verschieben des HUDs, das kann mit der linken Alt-Taste und der Nummern-Tasten 8 nach oben geschoben werden, mit der 5 nach links verschoben werden, mit der 5 nach unten und mit der 6 nach rechts verschoben werden. Und da gibt es weitere Einstellungen zur Größe des HUDs und so weiter und so fort. Diese große Scheune kommt von Didex96, Downloadgröße 19,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist eine Scheune mit den Maßen von 80 x 17 Metern. Da können natürlich Maschinen und auch Getreide, Kartoffel und so weiter kann hier gelagert werden. Wir haben zwei Abteilungen hier. Einmal das ganz große Abteil hier. Es ist klar hier ersichtlich, dass es hier keine Lichtinstallation gibt. Der Sound ist okay hier. Das ist die große Abteilung und dann haben wir hier den kleinen Part. Schön gestaltet, die Textur sehr gut gemacht, schön passt. Diese Scheune mit Werkstatt kommt von Agrarmodding. Downloadgröße 12,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese kleine Scheune ist im süddeutschen oder bayerischen Stil gebaut. Sieht nett aus, auch schöne Texturen hier. Mit hier die Werkstatt, da gehen wir gleich rein. Es gilt zu achten, dass die Öffnung des Tores hier ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich habe jetzt geöffnet, die Animation hervorragend. Jetzt geht der zweite Flügel auf, also es dauert alles ein bisschen. Aber es ist echt sehr gut gemacht, der Ton stimmt. Die Animation ist passend. Und hier haben wir natürlich die Werkstatt. Hier können wir das Licht ein- und ausschalten. Hier, ich würde das eher als Carport wahrscheinlich dann nutzen, können wir die Leiter hoch
und kommen hier in eine kleine Lagerstätte, wo zum Beispiel Heu gelagert werden kann. Kostenpunkt 37.000 Euro ist dieses Gebäude hier. Das, die große Scheune vorhin, das ist diese hier. 37.000, das ist diese hier. Damit kommen wir gleich zum Holzstadel. Und zwar kommt dieser vom User 555. Downloadgröße 5,14 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und das hier ist natürlich auch eine Scheune, wo Geräte eingestellt werden können. Hat verschiedene Schiebetore. Hier kann geschlossen werden. Insgesamt 3 Tore gibt es hier. Auch hier gibt es keine Lichtinstallation. Also nur damit ihr das bereits wisst. Das ist diese Schuppen hier. Kostenpunkt 35.000 Euro. Sehr passend, sehr schön. Diese kleine Fahrzeugswerkstatt kommt von Vanquish 081. Downloadgröße 6,2 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Werkstatt könnt ihr im Baumenü unter Tools finden. Kostenpunkt 5.000 Euro. Und damit kannst du natürlich deine Geräte und Maschinen reparieren. Das Honigpalettenlager kommt vom Tarchi 007. Downloadgröße 1,23 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Gebäude hier als Spawnpunkt für den Honig direkt gilt oder ob der Honig hier angeliefert werden muss. Also wir haben es hier mit einem Produktionsgebäude zu tun, also Honig, eingehende Güter Honig, ausgehende Güter Honig. Es gibt hier einen Anliefertrigger und dann gibt es den Spawnpunkt, ja. Warum ich Zweifel habe bezüglich der Funktion ist folgendes, weil ich im Baumenü dies unter Bienen finde, und zwar hier unter den Spawnpunkten. Ne? Auch die Tatsache, dass hier steht, dass nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt ist, gehe ich davon aus, dass der Honig von den Bienen direkt hier gelagert wird. Von ETS kommt der E-Drive Laner, Downloadgröße 0,28 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin ihr hier überhaupt nicht klar gekommen, was dieser E-Drive Laner machen soll. Was ich weiß, ist, dass man ein zusätzliches Modul in den Cockpit eingebaut bekommt, wenn man dieses Tool dann hier kauft. Und zwar dieses E-Drive Laner gibt es in dieser Variation, einmal Standard und einmal Kompakt. Kostenpunkt 1000 Euro, respektive das Kompakte, auch wenn kleiner, 100 Euro mehr. Das kann man dann angeblich entweder vorne oder hinten am Traktor anbauen. Also ich kann das jetzt anbauen und somit kommen zwei Kontrollgruppen hinzu. Einmal Kontrollgruppe 1 Drive Laner oder die Nummer 2. Angeblich soll mit dieser Mod quasi Spurbreiten und Spurweiten eingestellt werden können. Es soll auch ein manueller Reihenzähler dazu kommen. Ich habe es versucht mit all den Möglichkeiten, die in der Beschreibung angegeben worden sind oder angegeben werden, und habe sogar auch das kleine Tutorial-Video, was in der Mod-Beschreibung dazu kommt, angeguckt, aber es ist mir bis jetzt wirklich nicht klar geworden, was dieses Teil machen soll, was uns dieses bringen soll und wie es eingesetzt wird. Falls ihr Bescheid wisst, wie es geht, dann lasst es mich doch bitte wissen. Ich wäre sehr froh, wenn ich da ein bisschen Nachhilfe bekomme. Ja, könnte etwas Interessantes sein. Ich habe absolut keinen Zugang dazu gefunden. Also ich kann nicht sagen, wofür dieses Teil ist. Der Fourragenet Futterschieber kommt von Fred Modding Rabo. Downloadgröße 4,22 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac.
Ich finde schon alleine nur diese Mod-Beschreibung sehr witzig. Also die Fourragenette Futterschieber. Futterschieber, Futter zum Schieben des Futters. Preis 2000 Euro, Breite 1,5 Meter. So viel ich verstehe von diesem Anbaugerät ist, dass man mit diesem roten Schild das Tierfutter näher an den Futtertrog schieben kann, falls notwendig. Zu finden im Shop unter Tierhaltung. Und aufgepasst, dieses Teil kann nicht alleine angehängt werden. Das muss gekoppelt sein an den Tenderhändler Manure Fork Fourragenette 3400 Euro. Plus den 2000 Euro für diesen Schieber. Die sind miteinander, werden miteinander verbunden und dann kann das Geschiebe des Futters losgehen. Den DuPont PTW 12500 kommt von Dutch Modding Incorporation und zwar mit einer Downloadgröße von 11,75 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Der DuPont PTW 12500 ist ein relativ einfaches Einachsfass, welches speziell für Landwirte und Bauunternehmen entwickelt wurde. Eine einfache Konstruktion in Kombination mit einer Schneckenpumpe und einer Hebevorrichtung machen dieses Fass perfekt für den Landwirt, der noch selbst seinen Dünger ausbringt. Also es handelt sich hier um ein Düngefass, wo du Dünger oder Gärreste ausbringen kannst. Natürlich muss es dann verbunden werden mit einem Verteiler. Eckdaten sind 12,5 Kubikmeter Ladevolumen, 5,2 Tonnen, braucht 120 PS und arbeitet bei 17 km/h. Preis der Standardversion 55.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Metas, BKT und Trelleborg. Die Varianten gehe ich wie immer nicht durch. Es kann aber noch ein Arbeitsscheinwerfer mit hinzugefügt werden. Und zwar entweder hinten, an der Seite oder alle beide Versionen. Bei den Farbkonfigurationen haben wir lediglich die Möglichkeit zwischen dem Grau und dem Blau zu wählen. Damit ist hier die Auswahl eher eingeschränkt. Kombiniert wird dies natürlich mit dem Stunhammer Gülle Technik. Damit kann also hier dann die Gülle oder die Gärreste können dann ausgefahren werden. GEF D25 bringt uns das Class Convio Flex Pack. Downloadgröße 41,03 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um zwei Schneidwerke und zwar einmal die Flex 77 und die Flex 39. Die 77 kommt mit einem Gewicht von 3 Tonnen und einer Arbeitsbreite von 7,7 Metern. Natürlich Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und Preis 49.300. Es gibt weder die Option Farbe noch andere Sachen an diesem Schneidewerk zu ändern. Die ConvoFlex 39 kommt mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen, Arbeitsbreite 9,3 Meter und arbeitet natürlich auch bei 10 km/h. Preis 58.600. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim anderen, nämlich keine. Miroset bringt uns den Ermo Evo FSV Flug und zwar mit einer Downloadgröße von 7,64 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt er in der Standardausführung mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 230 PS, Arbeitsbreite 2,6 Meter und arbeitet mit 12 km/h. Preis 21.000. Bei den Konfigurationen kann geändert werden die Pflugschar und zwar von der Universalpflugschar zur Streifenkörperpflugschar. Und wieder zurück. Dann bei den Rädern können wir wählen zwischen Trelleborg T421, Trelleborg AW305 und so weiter geht das. Es gibt drei Varianten. Es kann ausgewählt werden, wie tief dieser Pflug pflügen soll. Einmal 30 cm und einmal die 40 cm. Dann gibt es das Modell mit 4 Scharen dann gibt und natürlich auch mit 5. Das sind diese beiden Optionen, die hier vorhanden sind.
Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Weiß und Grau und dasselbe bei den Felgen natürlich auch. Bei diesem Flug kann der Arbeitsmodus geändert werden, und zwar klappen wir jetzt mal den Flug aus. Der Arbeitsmodus jetzt heißt innerhalb der Furche, und wenn ich jetzt den wechsle, wird dieser geändert auf innerhalb der Furche. Also der versetzt sich eine Furche nach außen und wieder zurück. Natürlich kann dieser Flug gedreht werden. Ganz so einfach ist das. Schönes Modell. Die Detailarbeit ist hervorragend. Der Amazon Pantera 4502 kommt von LandDev. Downloadgröße 11,5 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um ein Gefährt, das dazu dient, Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel auszubringen. In der Standardausführung kommt dieses Gefährt mit 218 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1000 Litern, fährt maximal 50 km/h, eine Tankfüllmenge für den Dünger 4500 Liter, 10,5 Tonnen maximal Gewicht, 41 Meter Arbeitsbreite und arbeitet bei 15 km/h. Preis in dieser Ausstattung hier 245.000 Euro. Wir können auswählen bei den Reifenherstellern zwischen Michelin, Redestein und Trelleborg. Reifenvarianten bewegen sich natürlich alle im Liegebereifungsbereich. Natürlich kann hier auch der Guidance Steering Mod installiert werden und es kann auch ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Kommen wir zum zweiten Update, was heute herausgekommen ist. Und zwar kommt dieses von Cool Farmer. Der Mod heißt längere Entladezeit, den haben wir uns vor circa einer Woche angeguckt. Downloadgröße 18 KB in der Version 1.0.0.1 jetzt und ist für PC und Mac. Dieser Mod soll natürlich die Abladezeiten ein bisschen realistischer gestalten. Natürlich hängt die Entladezeit auch davon ab, welche Entladungsart gewählt wird. Wird der Kornschieber verwendet, dann dauert das natürlich länger, als wenn das seitlich abgekippt wird. Der Changelog sagt, es wurde ein Fehler behoben, bei dem Big Bags im Shop nicht geladen wurden. Ja, und das habe ich auch bei Facebook gelesen, dass dieses des Öfteren vorgekommen ist. Also das ist behoben worden. Ihr könnt also diesen Mod wieder installieren und jetzt wieder gebrauchen. Kommen wir zur letzten Mod von heute. Und zwar ist dies dieser Krone GX440. Kommt von Schnippel Modding. Downloadgröße 7,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. In der Standardvariante kommt dieser mit 44 Kubikmeter Ladevolumen bei 10 Tonnen und 24 Tonnen zusätzlichem Gewicht. Kostenpunkt 97.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Reifenvarianten spiele ich wie immer nicht durch und hier gibt es die Option einer Abdeckung. Ja oder nein. Auch hier natürlich kann das Kennzeichen hinzugefügt werden. Das war es denn auch schon wieder von dieser Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Vorbeigucken. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr weiterhin Videos mit ähnlichem Inhalt sehen wollt, dann lasst mir doch euer Abo da. Gebt mir ein Like und kommentiert bitte bei den Kommentaren unten ganz klar mit rein, was ich mit diesem eDrive Laner falsch gemacht habe, was dieser Mod soll und was man damit machen kann. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen, Donnerstag 18 Uhr geht es weiter mit der Calmsten Farm Livestream und wir werden dann weitermachen, wo wir stehen geblieben sind, im Let's Play. Ich weiß nicht, ob das dann Kapitel 3 oder Kapitel 4 sein wird. Das wird man sehen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Tschüss, danke und hasta luego.